Moin, willkommen zum Teil 2 und somit zur Roomtour dieses Fahrzeugs oder der Kabine. Ich nehme euch mal mit rein, wir haben ein bisschen umgeparkt, wir haben ein besseres Licht und ja, schaut euch das mal an. So, willkommen im Inneren dieser Kabine. Ich nenne es mal das Wohnzimmer. Ich grinse hier immer schon, wenn ich hier drin sitze, weil mir es so viel Freude macht, hier mich drin aufzuhalten und weil ich so viel Spaß hatte, diese Kabine zu bauen. Da gibt es ein Ich und ein Wir. Ich habe ganz viel hier drin alleine rumgepuzzelt, immer nach Feierabend, am Wochenende. Ich habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Genauso haben wir es aber auch zusammen gemacht mit meinen Kollegen, mit einem guten Freund von mir. Und dazu gibt es später noch viel mehr Infos. Ja, und wir fangen jetzt so an. Ich werde euch einmal durch die Kabine führen, werde euch einmal die Maße sagen, werde einmal sagen, was wir hier so gebaut haben und warum. Und ganz detailliert zur Elektrik, zum Bettauszugssystem und so weiter wird es dann noch kleine Videos geben. Und auch da würde ich mich freuen, wenn ihr Ideen habt, Wünsche, Anregungen, dann bitte raus damit. Schreibt es in die Kommentare und wir werden darauf eingehen. Wir werden dann kleine Videos machen zu den Themen. Weil es hier drin sehr kompakt ist, wechseln wir einmal die Linse, damit wir mehr sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich will euch nicht langweilen, deswegen wird das Video nicht zu lang, hoffe ich. Aber ich will euch auch nichts vorenthalten, deswegen muss es schon eine bestimmte Länge haben. Auch hier wieder, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, dann bitte in die Kommentare und ich werde euch das versuchen zu erfüllen, eure Wünsche. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, irgendwas genauer wissen wollt, dann geht das los. Wir haben hier in diesem Fall die Kabine mit Filz beklebt. Das finden einige gut, einige nicht, aber es muss ja auch nicht bei jeder Kabine so sein. Wenn wir uns das Dach angucken, da ist es nicht. Das ist halt das blanke GFK. Genau, und ich würde sagen, wir starten hinten beim Weinregal. Ihr könnt ja mal gucken, wir haben da ein Weinregal eingebaut. Das ist optional, aber unten ist eben dieser kleine Elektroblock drin. Und da habe ich gedacht, wenn ich da schon so einen Kasten hinbaue, dann kann ich natürlich auch gleich irgendwie was Nützliches damit hinbauen. Und ich finde so ein Weinregal ja ziemlich cool. Genau, das ist eine. Dann haben wir hier zwei Schubladen und ein paar Schränke. Hier oben ist zum Beispiel eine Besteckschublade mit einem Vollauszug. Da passe ich gar nicht mehr zwischen. Ich lache gerade, weil uns gerade die Schublade auseinandergefallen ist. Ich habe die nicht richtig eingehakt beim letzten Mal. Wir haben hier drunter. Irgendwas passiert gerade. Und das geht. Was ist denn hier? Ah, die ist ausgehakt. Das ist ja krass. So. Also, hier ist die Küchenmüllschublade. Die ist dafür da. Für das, was ihr sie benutzen wollt, halt. Dann haben wir hier unten. Ein Mülleimer. Das ist einfach nur die Tüte und wir haben hier einen Alu-Winkel, ein Alu-Flachprofil so gekantet, dass man die Tüte da einhängen kann. Das spart Platz und Gewicht. Dann haben wir hier ein paar Schränke. Genau. Die sind auf Wunsch natürlich beleuchtet. Das heißt, auch hier ist Filz drin. Hier passt wirklich einiges rein. Wir haben das auch gefilzt, weil es gemütlicher aussieht und weil es sich besser anfühlt. Dann haben wir hier unten eine etwas kleinere Klappe mit einem kleineren Fach, weil hier hinten halt die Schräge ist von der Kabine. Die Kabinenmaße übrigens, bis hier sind es 2 Meter, bis hierhin sind es 2,50 und oben über die ganze Länge sind es 3 Meter. Und 1,90 Meter ist die Kabine breit. Wir haben dann hier ein größeres Fach, was bis nach unten durchgeht, für zum Beispiel Leergut. Willst du mal reinleuchten? Ja. Yeah. Auch nach unten. Für zum Beispiel Leergut oder das ist richtig tief da. Genau, da passt zum Beispiel Leergut rein, wie gesagt, oder Bettwäsche oder sonstiges. Hier oben ist ein Küchenschrank, den wir jetzt mit 2 Türen haben. Der ist jetzt ein bisschen vollgepackt, aber ist ja auch gut. 2 Türen deswegen, weil jetzt viel Licht reinkommt. Wir können von hier und von der anderen Seite reingehen. Wir hatten zuerst nur einen Schrank, beziehungsweise wir hatten zuerst nur eine Schranktür. Und da war es immer ein bisschen fummelig. Die Arbeitsplatte und die Fronten bestehen aus Multiplex Queenply-Holz. Ich hoffe, Sven Bauhaus sieht das jetzt und sagt, ja, das hast du gut gesagt, weil ich nämlich nicht mehr ganz sicher bin, ob es Multiplex auch heißt. Auf jeden Fall ist es ein Queenply. Das ist sehr viel leichter als Birke, auch sogar noch leichter als Pappelholz, allerdings stabiler als Pappelsperrholz. Und von daher ist es hier ja, das Mittel der Wahl gewesen, oder Holz der Wahl. Dann haben wir hier einen 2 Flammenkocher eingebaut.
der einen Elektrozünder hat, damit man da nicht ständig mit dem Feuerzeug oder was rumhantieren muss. Spüle. Einen Abwassertank haben wir hier nicht eingebaut, das wäre aber möglich. Aber hier läuft das Wasser halt hinten raus und muss halt einen Eimer unterstellen oder einen Behälter, um das ihnen später zu entsorgen. Verbaut haben wir die Seitz S4-Fenster, das hatte ich glaube ich schon erwähnt. Die haben halt ein Fliegengitter, die haben ein Sonnenrollo, kommt keine Sonne rein, es kommt vor allen Dingen aber auch kein Licht raus. Ich stehe zum Beispiel gerne inkognito irgendwo in der Stadt. Auf dem Weg nach Marokko in Barcelona übernachten ist ja eher schwierig. Wenn das Dach aber zu ist und die Sonnenrollos runter, dann sieht eben keiner mehr, wenn hier drin Licht ist. Und dadurch, dass das Dach eben unten ist und wir unten schlafen, kann ich halt auch, ohne dass ich als Camper erkannt werde, auf Anhieb in der Stadt irgendwo stehen. So, was mir ganz, ganz wichtig war bei der Kabine, ist, dass wir hier einen ganz gemütlichen Wohnraum haben. Also es soll so ein bisschen Wohnzimmerfeeling haben. Und wir haben hier eine schöne L-Sitzgruppe und das gibt es wenig und ich wollte das unbedingt realisieren. Wir haben jetzt 70 cm Sitztiefe, minus den 10 cm am Rücken. Haben hier in der Breite oder in der Länge 1,95 m, in der Breite 1,45 m. Und so ist dann nachher auch das Bett. Das Bett baue ich gleich mal, das kann ich euch gleich mal zeigen. Dann schicken wir Philipp mal hier hin und ich gehe dahin. Vorher würde ich euch gerne noch mal den Tisch zeigen, aber dafür tauschen wir auch schon mal die Plätze, Philipp. Bei dieser Kabine handelt es sich ja immer noch um Prototypen und deswegen habe ich hier einen Teil in der Hand, was es nachher nicht mehr geben wird bei dem nächsten Fahrzeug. Wir haben also den Tisch, ich hier einmal aushake, dann mir dieses Teil hier einhake und den Tisch wieder einhängen. So, das Schöne daran ist, ich kann den Tisch verschieben. Dann auch in die Richtung. Es kann zum Beispiel hier jemand sitzen, arbeiten, essen und der andere kann hier noch schlafen. Später wird es so sein, dass wir diesen Halter hier im Holz integrieren, dass der einfach ausgeklappt wird. Dann hat man das Teil nicht noch irgendwo rumliegen. Genau, den Tisch lege ich hier mal hin. Den können wir gleich nochmal gebrauchen. Und ich baue einmal das Bett. Im Bett ist das Thema mit schlaflosen Nächten irgendwie eine gute Überleitung. Ich hatte viele, viele schlaflose Nächte, weil ich wahnsinnig viele Stunden einfach nur darüber nachgedacht habe, wie baue ich dieses Bett. Wir haben hier einen Lattenrost. Ein Auszugssystem, ich nehme das mal einmal runter dazu, ähnlich wie das viele in ihren Vans gebaut haben. Allerdings gab es hier zwei noch Voraussetzungen, die ich erfüllen wollte. Ich wollte A, das klappbar haben, dass wir noch an den Stauraum kommen. Hier ist übrigens die Trockentrenntoilette drin. Ich wollte es gerne so haben, dass wir es eben aufklappen können, ohne dass es auseinanderfällt. Gleichzeitig sollte das eben ausziehbar sein. So, wir haben hier zwei Beine. Ich ziehe es mal aus. Moment. Übrigens, was machbar ist, ist zum Beispiel auch, also man hebt es ein bisschen an, ich ziehe es raus ein Stück, ziehe das ein bisschen weg und jetzt habe ich schon mal hier, wenn ich das möchte, auch einfach nur zum Rumchillen, einfach mal 10 cm größere Couch. Ziehe ich es weiter aus und nehme diese beiden Klettbänder weg, fallen die Beine schon runter, mehr oder weniger. Ich habe das so gebaut, und das habe ich so noch nicht gesehen. Wir haben es so gebaut, dass man das umklappen kann, dass das jetzt stabil ist. Dann wird die Matratze weitergezogen. Das kommt hier rein. Und jetzt bin wir auf 1,10 Meter in dem Bereich. Im oberen Bereich haben wir 1,45. Alleine kann man natürlich super hier schon schlafen. Zu zweit wird es vielleicht ein bisschen eng, weil es hier im Hüftbereich eben noch nicht breit genug ist. Und dafür nehmen wir den Tisch, hängen wir den Tisch hier ein. Und aktuell haben wir hier noch zwei Magnetfüße. Legen wir die Matratze rauf und kann zum Beispiel dieses Kissen hier nehmen, um das zu verbreitern. Jetzt sind wir bei 1,45 Meter und 1,95 Meter Länge. Allerdings haben wir hier noch diese Ecke. Wir haben hier noch diese Trockentrenntoilette drin. Die kann man hier noch hinstellen und dann das zweite Polster rauflegen. Und dann haben wir 1,45 x 1,90 Meter auf der ganzen Fläche. Aber es ist wunderbar möglich, auch ein bisschen schräg zu schlafen, sodass dieses frei bleibt und man trotzdem gut zu zweit schlafen kann. Und dann kann es auch nachts hier noch auf Toilette gehen. So viel schlaflose Nächte für diese einfache Bettkonstruktion. Die Bettkonstruktion ist deswegen für mich so komplex gewesen, weil ich eben verschiedene Möglichkeiten schaffen wollte. Ich wollte eine große Couch haben. Ich wollte das so haben, dass ich zum Beispiel jetzt das wegnehmen kann. Dann kann hier einer sitzen, kann arbeiten. Der zweite schläft noch oder legt sich schon hin. Also deswegen war die Idee, möglichst wenig Materialien mitzunehmen. Ich wollte nicht irgendwie noch ein Brett haben, wo ich dann das irgendwo verstauen muss. Deswegen haben wir den Tisch damit eingearbeitet. Ja, da könnt ihr gerne mal Kommentare zu loswerden, wie ihr die Lösung findet oder ob ihr noch einen Verbesserungsvorschlag habt. Da wäre ich schon echt dankbar. Genau, jetzt gehen wir weiter zu diesem Schrank. Wir haben hier oben einen Schrank, wo ich immer das Bettzeug drin habe. Wir haben das komplett belüftet. Oben sind
Belüftungslöcher, an den Seiten sind Belüftungslöcher und an den Seiten ist ja hier durch diese offenen Staufächer auch ein bisschen Luftzirkulation möglich. Wir haben überall die Kompressionsdruckverschlüsse aus dem Casebau. Die finde ich richtig cool, weil die einfach nicht aufgehen können während der Fahrt. Und super robust. Ich habe noch nie eins gehabt, was kaputt war. Und ich finde sie auch schick. Dann haben wir hier noch ein Fach. Das kriegt man tatsächlich schwer auf. Da müsste dann die Matratze weg. Das ist allerdings auch wirklich nur eins für lange Reisen oder die Serviceklappe, wenn ich an die Batterie muss und so weiter. Ist gleichzeitig so ein bisschen kleines Geheimfach, weil ja normalerweise dieses Polster davor sitzt. Und man das nicht sofort sieht, ist kein wirkliches Geheimfach. Das wirkliche Geheimfach, was es hier gibt, das werde ich nicht erzählen. Aber es ist cool, wir haben hier ein Fach, wo man wirklich nicht drauf kommt, dass da irgendwie noch was hinter ist. Dann haben wir da noch zwei Klappen von oben. Das eine ist der 40 Liter Kompressorkühlschrank, der wirklich richtig gut Leistung hat, wo man auch wirklich gut was unterbringen kann. Und die weißen Clips, die hier an der Seite sind, sind dafür da, dass die Platten hier auch richtig saugend schmatzend reingehen und sich nicht verschieben. Hier haben wir noch mal ein Fach, das Vorratsfach. Da können halt Konserven rein oder ja, Lebensmittel eben und so weiter. Und hier kommen wir auch noch mal von oben an das Fach, wo wir eben von der Seite reingeguckt haben. Ja, sämtliche Klappenverschlüsse sind so fest, dass sie auch bei Schotterpisten, bei Rüttelpisten, bei Wellblechpisten nicht auseinanderfliegen. Das heißt, hier sind nochmal Magneten drunter, hier auch. Das ist ein bisschen schwerer aufzumachen, das ist aber auch Sinn der Sache, damit das eben nicht durcheinander fliegt. Jetzt würde ich gerne nochmal hier drunter gucken. Dafür baue ich einmal das Bett nochmal zurück und dann gucken wir gleich mal, was hier drunter ist. Hier unter haben wir die 2,8 Kilogramm Gasflasche. Die brauchen wir nur fürs Kochen. Heizung und Kühlschrank und Warmwasser wird anders aufbereitet hier. Wir haben hier den 70 Liter Frischwassertank mit einer Tanksonde für den Füllwasserstandanzeiger. Hier haben wir die komplette Elektrik untergebracht. Wir haben einen Batteriekontrollbooster von Büttner. Das ist einerseits ein Ladegerät. Wenn wir also die Außensteckdose benutzen, haben wir halt 20 Ampere, mit dem die Batterie geladen wird. Oder eben während der Fahrt sorgt der Batteriekontrollbooster dafür, dass der Generator von dem Motor vorne auch genug Ampere in die Batterie lädt. Also dass der Ladestrom bei 20 bis 25 Ampere liegt da kontinuierlich. Genau, dann haben wir hier einen MPPT-Regler. Das ist für den Solarstrom. Wir haben oben auf dem Dach 200 Watt Solar, um eben die Batterie, wenn wir viel rumstehen und gute Sonne haben, eben auch dann gut zu laden. Und dann haben wir hier noch einen Shunt, der gehört zu dem Batteriecomputer, den zeige ich euch gleich nochmal. Ein Relais für den Warmwasserboiler, einen kleinen Sicherungskasten für Standheizung, Innenraumbeleuchtung und so weiter. Dann kann man die Klappe hier aufmachen. In diesem Fach sitzt normalerweise die Luftstandheizung, die wir jetzt unterm Auto verbaut haben. Wir haben hier noch einen Luftgeräuschdämpfer. Das heißt, wenn wir die Standheizung laufen lassen, haben wir wirklich sehr, sehr wenig Geräuschentwicklung. Das ist ziemlich angenehm. Wenn du von hier mal guckst, Philipp, hier unter dem Elektrikkasten haben wir hier hinten die Batterie, 95 Amperestunden AGM-Gel-Batterie. Und da vorne haben wir einen Elgener Warmwasserboiler mit 6 Liter Inhalt. Das heißt, hier sieht man schon zwei Schläuche. Die Schläuche kommen vom Motor vorne. Das heißt, der Motor wärmt während der Fahrt das Wasser vor und nach einer Fahrzeit von ungefähr 15 Minuten haben wir hier schon 90 Grad warmes Wasser im Fahrzeug. Das heißt, wenn wir das zumischen mit Kaltwasser, haben wir natürlich genug Wasser zum Duschen, zum Waschen und so weiter. Der Boiler hält das auch eine ganze Zeit auf der Temperatur. Das heißt, am nächsten Tag haben wir immer noch so warmes Wasser, dass wir uns immer noch waschen und duschen können. Wenn das nicht ausreicht, wenn wir also länger stehen und genug Sonne haben, können wir den auch über 12 Volt heizen. Das heißt, der Warmwasserboiler geht über 12 oder über Motorvorwärmung. So ist eigentlich immer gewährleistet, dass genug warmes Wasser vorhanden ist. Ich würde euch gerne nochmal diesen Block hier zeigen. Hier haben wir unsere Schaltereinheit. Hier ist einmal der Lichtschalter mit Dimmer für die LED-Stripes oben. Können wir halt je nachdem, wie wir es haben wollen, dimmen. Dann ist hier der Treppenstufenschalter. Hier neben ist die Bedieneinheit für die autotherme Luftstandheizung, Kühlschrank, dann die Umfeldbeleuchtung, die wir draußen schon angesprochen hatten im ersten Video. Dann das Schranklicht haben wir schon gesehen, die Wasserpumpe, die haben wir hier separat geschaltet, dass sie nicht dauerhaft Strom hat. Das heißt, wenn wir mal aus Versehen den Wasserhahn betätigen oder auch die Außensteckdosen für die Dusche vergessen auszuschalten, dann wird die halt dauerhaft laufen und das ist ja doof. Deswegen haben wir hier nochmal eine Schalter eingebaut. Hier ist der Schalter für den Warmwasserboiler. Dann haben wir von Votronic den Batteriecomputer, wo wir vorhin schon den Shunt gesehen haben.
Hier kann ich halt durchgucken, wie viel Ampere wir gerade rein oder rauskriegen. Im Moment verbrauchen wir 0,4 Ampere. Ja, kann die Spannung sehen von Board- und Starterbatterie, wie voll die Batterie ist. Dann haben wir hier die Frischwasserstandanzeige, einen Knopfdruck, dann geht er einmal hoch, checkt die Lage und sagt uns, dass wir fast kein Wasser mehr haben. Und USB-Anschlüsse ist klar. Hier hinter der kleinen Klappe versteckt sich dann nochmal einiges, zum Beispiel die Beine, die Dusche, das Kabel für die Außensteckdose. Hier ist eine Akkutaschenlampe, die dauerhaft geladen wird, sodass wir immer Licht haben, wenn wir es brauchen. Genau, viele Informationen, viel Material. Ich hoffe, das war für euch nicht zu lang, zu kurz. Meldet euch bei mir, gebt mir dazu Rückmeldung gerne. Ich bedanke mich fürs Zugucken, für euer Interesse und bei Fragen stehe ich zur Verfügung. Bis zum nächsten Video, bis dann.